Ich hoffe, ich habe da jetzt nichts übersehen, aber ich glaube nicht. Ey, Freunde. Ich hasse es, Dinge zu töten. Ja. Sind wir hier fertig? Sagen wir das Gleiche. Beharrlich, nicht wahr? Denkt ihr wirklich, ihr könnt mich davon abhalten, mir das Amulett zu holen? Das Amulett der Könige steht unter Stendars Schutzzauber. Es Anlug ist groß. Wird niemals euch gehören. Ah, Sai. Ihr versteht es immer noch nicht, oder? Durch euren Schutzzauber Stendars wird mein Plan erfolgreich sein. Er wird Molag Bal davon abhalten, zu beobachten und einzuschreiten. Sobald der Schutzzauber weg ist und das Amulett mir gehört, wird es schon zu spät sein. Ihr seid verrückt, wenn ihr denkt, ihr könnt den Gott der Intrigen hintergehen. Naives Kind, ihr wisst überhaupt nichts. Chim El Adabal, der rote Diamant in der Mitte des Amuletts der Könige, ist der mächtigste Seelenstein, der ich je erschaffen würde. Was? Mit dem Amulett in meinem Besitz werde ich Molag Bals Kraft aufsaugen und ihn in eine leere Hülle flüchtigen Fleisches verwandeln. Dann werde ich seine Essenz in dem Edelstein einfangen. Was ist denn da? Oh, tolle Demonstration. Mit der Zeit wird man den Namen Molag Bal vergessen. Mit der Zeit wird sich ganz Tamriel vor mir verbeugen. Bald wird der Gott der Intrigen einen neuen Namen haben. Mane Marco. Meinst du? Da habe ich also meine Zweifel. Ne? Töten, töten, töten! Ob die nichts anderes können. Was ist denn das für eine Gesellschaft hier? Warte mal, ich mach mal die Kultisten hier weg. Ja, du bist tot und jetzt noch du. Du bist auch tot und jetzt noch die Elfen. Du bist so unglaublich hässlich. Werd mal schöner. Ruhig, ich werde gewusst. Ich mag Mani Marco schon als Sterblichen nicht. Ich denke, als Gott werde ich ihn noch weniger mögen. Ach, du bist so witzig. Was ist denn das hier? Portal in die Zuflucht? Was willst du denn damit? Gut, ich bin gelevelt. Wartet mal kurz, ich muss leveln. So. Ein bisschen mehr Leben. Und dann, ja, dann weiß ich auch nicht. Das ist immer die Qual der Wahl. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Was ist denn Frostresistenz? Höhere Frostresistenz natürlich. Warte mal. Das war doch früher maximal. Ich hab doch... Scheiß drauf. Ja, Schmiedehandwerk, genau. Das brauche ich. Gut. Ihr seid echt witzig. Wisst ihr das, Leute? Sollen wir weitergehen oder wollt ihr noch ewig weiter schwatzen? Ich würde gerne weiter schwatzen. Das mache ich für mein Leben gern. Ich werde das Gefühl nicht los, dass wir beobachtet werden. Wer könnte uns nur beobachten? Wir sind schon fast am Innenhof. Sputet euch. Nicht etwa über 1000 Menschen, die meine Abonnenten sind. Nee. Warte mal, bevor ich jetzt weitergehe. Habe ich da eventuell irgendwas vergessen? Irgendwas übersehen oder sowas? Kann ja sein. Wenn es schon in der Halle der Helden nichts Besonderes gab. Ist auch so ein komisches Ding, das irgendeine Herausforderung sein sollte und dann doch keine war. Nee. Nichts übersehen. Also zumindest sehe ich hier nichts. Es ist egal. Es sieht immer aus wie eine Himmelsscherbe. Es ist aber keine. Es ist unfair. Die wollen mich reinlegen. Mit
Schöner Baum. Einen Moment, meine Freunde. Ich muss mich ausruhen, bevor es weitergeht. Was? Sai, geht es euch gut? Dieses Schwein hat euch wirklich verletzt, nicht wahr? Ich schwöre bei den Göttern, ich werde seinen Kopf abschlagen. Geht mir gut, Schneelilie. Ich brauche nur einen Moment, um durchzuatmen. Lasst euch Zeit. Ich halte Wache. Wenn es etwas gibt, das ich tun kann, sagt Bescheid. Wie reizend. Ich glaube, ich lasse mir das Essen noch einmal durch den Kopf gehen. Ja. Ja. Sahan sieht gar nicht gut aus. Behaltet ihn im Auge. Wahrscheinlich wird er zum Untoten oder sowas. Das würde mich nicht wundern. Ihr behaltet mich besser im Auge. Ich hätte schon wieder Lust, Tarn eine reinzuschlagen. Ja, das solltet ihr vielleicht nicht tun, sonst sehe ich mich gezwungen, euch eine reinzuschlagen. Vielleicht, also wenn es zu sehr ausartet. Wird Sai denn zurechtkommen? Wenn Sai Sahan eines ist, dann zielstrebig. Er sagte einmal zu mir, das Erringen des Sieges wäre wie ein Ringkampf mit einem Oger. Man hört nicht einfach auf, wenn man müde ist. Man hört auf, sobald der Oger müde ist. Er wird es zu Ende bringen. Seid unbesorgt. Und was ist mit euch? Ich? Ich werde Manimarco bis in die hintersten Winkel des Reichs des Vergessens verfolgen, wenn es sein muss. Rache ist eine starke Triebfeder. Und ich weiß nicht, ob es euch schon aufgefallen ist. Aber unter dieser harten Schale steckt eine hoffnungsfrohe Närrin, die für jeden Einzelnen von euch den tödlichen Schlag einstecken würde. Ja, das meinte ich eigentlich nicht. Aber habt ihr und Sai je darüber gesprochen, was in den Hallen der Qual geschehen ist? Wir sind aus dem gleichen Holz geschnitzt. Stoisch. Nennen uns die Leute denn nicht so? Da ist ein Band zwischen unseren Herzen. Aber wir sprechen nicht über unsere Gefühle. Wir verstehen sie nicht einmal selbst. Vielleicht sprechen wir eines Tages darüber, aber dieser Tag ist nicht heute. Meint ihr jetzt uns? Also sie und mich? Oder meint ihr jetzt sich und Sai? Das ist natürlich sich und Sai, aber... Nein, gut. Sai, hier, wieso? Was ist denn los mit euch? Meine Güte! Bei Zeds Tränen. Ich dachte, ich könnte damit fertig werden. Manimarcos Hexerei brachte all die Schmerzen und Zweifel zurück, die ich in den Hallen der Qual spürte. Also psychosomatisch, oder was? Kommt ihr wieder in Ordnung? Ich habe meinem Körper schon Schlimmeres zugemutet. Es ist mein Geist, der mir Schmerzen bereitet. Manimarco hat meinen Kopf mit zertrümmerten Erinnerungen gefüllt. Sie sind wie zerbrochenes Glas. Sie schneiden mich mit jedem Schlag meines Herzens. Gut, dann nehmt euch mal lieber einen Augenblick Zeit und kommt wieder zu Atem. Diese Stimme, Manimarcos Stimme, sie verhöhnte mich immer und immer wieder, über Jahre hinweg. Meinen Willen konnte er nicht brechen, aber er hat etwas anderes gebrochen. Seine Hoffnung? Vielleicht? Werdet ihr all dies überstehen, Sai? Ich werde all dies überstehen, mein Freund. Ich habe nicht Jahre der Folter in den Hallen der Qual erduldet, um jetzt aufzugeben. Mein Schmerz hat nachgelassen. Sputen wir uns und bringen wir diese Sache zu Ende. Okay, wo sollen wir denn jetzt hin? Wir müssen die beiden Schreine mit Stendars Segen weihen, bevor wir das Gewölbe öffnen können. Mhm. Der erste Schrein ruht im Grabmal der Drachengarde, wo so viele meiner gefallenen Kameraden aufgebahrt wurden. Wir müssen ihrer ewigen Ruhestätte unbedingt mit Respekt begegnen. Das heißt, alles plündern und überall draufpissen und scheißen? Gar nicht gut, ja. Gut, los geht's. Betretet das Grabmal der Drachengarde. Los, Hundi. Da lang müssen wir, dann gehe ich da lang. Muss ich bestimmt auch noch lang, ne? Kein, ihr geht in die falsche Richtung? Nee? Na gut. Ja, das ist Vorkammer des Gewölbes. Das war grau, da kann ich nicht rein. Glaube ich, ziemlich sicher. Und was steht hier? Da ist auch wieder eine Tür. Und remanisches Gewölbe. Ja, also ich muss sagen, Sankretur hat sich, er wird sich in den nächsten 600 Jahren komplett verändern. Das ist irgendwie schon scheiße. 600, 700 Jahren. Ja, also, ja, bis Oblivion.
Der Schrein befindet sich auf der anderen Seite des Raums. Schnell, wir müssen einen Weg dorthin finden. Ich habe eine Überraschung für euch, Sai. Erinnert ihr euch an eure gefallenen Kameraden der Drachenwache? Ich habe mir die Freiheit genommen, sie zu erwecken. Und sie sind ganz erpicht darauf, euch zu sehen. Schon wieder entehrt der König der Würmer die Erinnerung an die geehrten Toten. Ich habe nicht den Wunsch, die Leichen meiner alten Kameraden der Drachenwache zu verstümmeln, aber wir müssen den Schrein weihen. Ja. Dann mach das mal. Ja. Was? Was greift mich hin, was mit dem Tier ist? Ach du! Ja gut, dann, ja. Was, wo gehst du denn hin? Bleib doch hier! Ich will doch nur ein bisschen spielen. Hallo. Da geht's jetzt nicht durch, weil es zu ist. Jetzt machen wir es auf und dann geht's wieder zu und wieder durch. Ganz komisch. Er hier oder so. Halt. So? Hat die was zu sagen? Ich habe Sai noch nie so gesehen. Er hat schlimme Schmerzen. Ja, das ist mir ehrlich gesagt scheißegal. Meine Güte, der ist ja ein erwachsener Mann. Der Mutter hat gefoltert. Aber so ist das nun mal manchmal. Die ganze Zeit drauf rumzureiten bringt auch nichts. Will ich natürlich nicht sagen, dass es gut ist, dass er gefoltert wurde, aber man kann halt nicht einfach sagen, also man sollte halt nicht immer drauf rumreiten. Es gibt auch noch andere Themen, wie zum Beispiel, dass Manimako versucht, uns aufzuhalten. Was ist, wenn Manimako Erfolg hat und wir das blöde Amulett nicht bekommen? Was machen wir eigentlich mit diesem blöden Amulett, wenn wir es bekommen? Das hat beim letzten Mal nicht funktioniert. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Aber es hat funktioniert. Scheinbar bin ich Gott der Gnade, Wohltat und Gerechtigkeit. Erfüllt uns mit eurer Weisheit und euren Visionen. Helft uns, die Welt mit eurer Gnade und Führung zu richten. Ermutigt uns, das Böse zu zerschlagen und die Ungerechten zu bestrafen. Jetzt müssen wir nur noch den zweiten Schrein weihen, bevor wir das Gewölbe betreten können. Ja. Wir haben noch einen Schrein zu weihen. Vorwärts. Finde ich gut. Wir haben noch einen Schrein zu weihen, ja? Könnten wir uns dann bitte ans Werk machen? Also, der ist irgendwie unfreundlich. Ich will doch nur reden. Na gut. So, dann springe ich hier runter. Ach, das war ja schon auf. Ja, das ist super. So, das müsste auf sein, genau. Und da oben müsste auch auf sein. Das ist verwirrend. Ich meine, klar, Lyrus macht sich Sorgen um Sai, aber... Ihr habt beim Verstecken des Amuletts auf jeden Fall gute Arbeit geleistet, Sai. Hättet ihr es nicht einfach unter die Matratze legen können? Nein, das wäre zu einfach. Hätte Manimako das ja gefunden. Schrecklich. Und genommen. Denkt doch mal nach, Lyrus. Der zweite Schrein ist in der dahinterliegenden Kammer. Es gibt einen Kniff, sie zu erreichen, eine Art Rätsel. Aber ich erinnere mich nicht an die Lösung. Ja, toll. Gut, das finden wir schon gemeinsam raus. Der Altar ist auf der anderen Seite. Man muss die Zugbrücke runterlassen, um ihn zu erreichen. Ach nee. Ich hab gedacht, jetzt kommt irgendwie so ein richtiges Rätsel und nicht so ein Puzzle. Och. Okay. 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 Der hier. Okay. Dann jetzt der hier. Und dann war's das. Das war die falsche Richtung. Ihr wollt mich doch verarschen. Ihr wollt mich doch verarschen! Ich geh jetzt hier runter. So. Scheiß auf dein Rätsel, Stender. Ich
krieg das auch so hin. Ich schwimme hier einfach durch. Jawohl. Diese komische blaue Brühe. Gut, dann eben nicht. Ja, gut. So viel dazu. Was? Haben die nicht irgendwie einen Tipp? Der Schrein ist auf der anderen Seite des Abgrunds. Wir müssen einen Weg hinüberfinden. Können wir die Zugbrücke hinunterlassen? Die Zugbrücke wird über diese Hebel gesteuert. Es gibt da ein Muster. Alle Hebel müssen in die gleiche Richtung zeigen, damit sich die Brücke öffnet. Aber in welche Richtung? Das weiß ich schon. Vergebt mir. Aber ich bin mir da einfach nicht sicher. Die Hallen der Qual haben meinem Gedächtnis viel abverlangt. Ja, wir werden schon rausfinden. Ich meine, mich an Folgendes zu erinnern. Betätigt man einen Hebel, verändert man damit auch die Ausrichtung der beiden benachbarten Hebel. Vielleicht hilft das etwas. Ah, der beiden benachbarten. Ja gut, dann... Also, Lyris, jetzt geh doch endlich mal weg von dem Scheiß. Meine Güte, ihr rennt mir die ganze Zeit hier auf den Hebel rum. Das nervt mich. Wie soll man sich denn da konzentrieren können? Na, also wirklich. Sowas Undankbares habe ich noch nicht erlebt. Sowas Störendes. Der fasst du schon wie ein Dragon Age. Das ist wirklich, das ist ja. Ah! Oh, Hebel, komm. Weg da, los, weg da! Oh, Alte. Sag mal, kann ich denen nicht sagen, sie sollen weggehen? Ich will den nicht haben. So, jetzt noch den hier und dann war's das. Ihr habt es geschafft, die Brücke natürlich. Ist. Ja, trotz eurem Rumgestehe und Störe, also wirklich, ihr hättet euch noch nützlich machen können. Wir sind vier Leute, wir hätten hier alle vier Hebel gleichzeitig umlegen können, aber nein! Das muss derjenige machen, der sowieso schon alles andere macht. Typisch. Durch diese Weihen ersuchen wir euch, eure Schutzzauber zu brechen und uns sichere Reise in das Gewölbe der Könige zu gewähren. Ein Knochen, geh los, ey, Kurs. Schon wieder. Was ist das jetzt? Oder hat er noch mehr? Nein? Lächerlich. Was willst du? Haben wir diesen Unfug mit den Schreinen jetzt endlich hinter uns? Ja. Können wir das holen, weswegen wir gekommen sind und dann einfach aus diesem elenden Loch verschwinden? Natürlich. Aber du rück mir nicht so auf die Pelle. Das ist der letzte Schrein. Lasst uns das Amulett holen und von hier verschwinden. Wir haben die Segenstandards empfangen. Die Tür zum Gewölbe der Könige ist das Einzige, was jetzt noch zwischen uns und dem Amulett steht. Ja, schön. Machen wir das. Also, wo ist das? Komm nicht rein. Das finde ich immer gut. Leute, rückt mir nicht so auf die Pelle. Was war denn das jetzt? Komisch. Gespenster! Oh nein! Ich glaube, ich sehe Geister. Wollt ihr kuscheln oder wollt ihr kämpfen? Ich glaube kuscheln. Sieht nicht besonders gut aus. Das sind ja schon wieder zwei. Wo kommen die denn her? Feuchte Korridore, bröckelnde Wände, übler Geruch. Dieser Ort hat alle Vorzüge eines Bordells in Riften. Das muss sich für euch wie Heimat anfühlen, Titanenkind.
Er meint eine Krypta gefüllt mit den verrotteten Leichen von inzüchtigen Königen und gescheiterten Staatsmännern. Fast wie bei einer Familienfeier der Tarns. In den Sommermonaten ist es viel angenehmer. Ach, ist das schön. Ein Bordell in Riften? Da muss ich hin.